Bang, 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 bang. Bang. Es ist noch Bang, nicht bang. vorbei. Saren kann nicht Skip aufgehalten it, werden. skip it. Ich hätte mehr von Azarithrum. Dramatic Hören Sie zu. Wie kann er die Sovereign sein Flak... Das Schiff... Er schickte mich hierher. Sagen Sie selbst... Es reicht. Sie müssen... Das war ein Gespräch. Sterb. Go into Decken. Ja, mancher. Okay. Nur ihr komisch lilanes Geblubber, das geht ja durch die Deckung durch. Alter. Das ist doch okay, ich glaube, du musst, Hallo erstmal. Wirklich so ein bisschen deine Tags benutzen. Sind aber scheiße, die Tags. Ach. Es ist noch nicht vorbei. Saren skip kann nicht it, aufgehalten. Skip Wie kann die Sovereign sein? Sprich ohne Worte. Er schickte mich, sagen Sie. Es reicht. Sie müssen. Meine Güte, die alte braucht euch aber auch die Füße weg, ey. Ach, und da sind auch noch. Ah. Gut. Hätte man wissen können. Ja. Okay. Das ist nicht fair auch. Heilen mal. Dann mach er das denn? Ich jetzt hin. Die Schnalle auch. Erstmal die Schnalle hier. Was machst du denn hier? Willst du kuscheln oder was? Die mag dich. Meine Güte. Wo? Wo? Da hinten. Da hinten ist auch noch eine. Na. Bist du wohl. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich bin am Ende. Wir müssen ihn aufhalten, Shepard. Erst wenden Sie sich gegen den Rat, jetzt gegen Saren. Sie sind nichts und niemandem gegenüber loyal, was? Nett. So wird sich die Geschichte wohl an mich erinnern. So. Kein Licht? Ach so. Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Die ist hin, ne? Vermutlich. Fit ist sie nicht mehr. Na dann. Meine Güte. So, was wollen wir lernen? Ein bisschen Spectral. Und ja, Sniper, Sniper, Sniper. Na, ich habe jetzt erstmal einen Sniper, ein Pistölchen. Ja, okay. Sniper ist ja bald schon willst. Voll. Ja, dann geh mal zu. Ich will erstmal ganz kurz gucken. Naja. Ob ich denn noch irgendwas Sinnvolles habe. Nö. Du doch. Guck einer an. Oh Mensch. I'm a survivor. I'm a forgiver. I'm a survivor. Der ist schlechter als seine jetzige. Aber nur im Schadensschutz. Na gut, das stimmt. Zieh sie mal an, wie sie aussieht. Jo. Gut. Hübsch ist jetzt was anderes. Sonst ist sie überall schlechter. Jo. Also die alte. Jo. Dann lass sie doch an. Wo ist denn den Dude noch aus hier? Was hat der da noch im Portemonnaie? Nix. Nichts Besseres. Nee, da wird uns ja eh nur Strom. Eben. Ja, dann geh dabei. Oh ja. Eine Katze nach der nächsten. Ja, aber ich mag die. Die ist cool. Hello.
War schon sehr unheimlich die damals. Hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Mit wem spreche ich hier? Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Ich bin nicht hergekommen, um mit Ungeziefer zu quatschen. Da. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Ich bin mehr als bereit, sie zu töten. Solch Missklang verheißt nichts Gutes für das, was wir hier tun müssen. Tut mir schon ein bisschen weh. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen Sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? An dem Ding sind Säuretanks festgemacht. Jagen Sie sie hoch! Millionen meiner Vorfahren sind gestorben, um diese Viecher auszurotten. Lassen Sie nicht zu, dass sie zurückkommen. Wenn Sie sie töten, rotten Sie eine gesamte Rasse aus. Wir sollten den Zitadellrat über ihr Schicksal entscheiden lassen. Ja. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Wow. Machen Sie Ihren Frieden mit der Galaxis. Die Rachni sind eine tote Rasse. Wir können sie nicht ausrotten. Nicht ohne Zustimmung des Rats. Genozid ist einer der Gründe, warum wir gegen die Krog... Sie wollen was über Genozid erfahren, Vakarian? Ich kann Sie einmal in die Praxis eines kroganischen Geburtshelfers mitnehmen. Ist unsere Art so furchterregend? Ihr würdet unser ewiges Schweigen vorziehen, wenn ihr unsere Lieder nicht dämpfen könnt. Wenn ihr uns nicht als eure gehorsamen Klauen haben könnt. Dieses Mal bleibst du tot. Wir werden die große Stille nicht umfangen. Was? You gotta fight. Oder auch nicht. Wow. Alter, ich mag unsere Shepard nicht mehr. Oh. Was hast du mit den Rachen? Ich mag die. Warum? Weil ich das cool finde, das Konzept, so eine Rasse, die du erst kennenlernst. Alter, wie sie guckt. So als, jo, das sind Gegner. Boom. Und dann siehst du aber, dass sie eigentlich nur Sklaven sind und eigentlich nur frei sein wollen. Und du kannst sie halt freilassen. Und wenn du das machst, das kann ich dir jetzt erzählen. Dann sagt sie halt auch, dass sie für dich singen wird, wenn es notwendig wird. Und leider haben sie diese Story-Arc, die werden wir jetzt eh nicht sehen, da kann ich es ja erzählen. Haben sie dann aber versaut. Ich habe gedacht, weil du ja im dritten Teil dann richtig in den Krieg gehst, dass die Rachni sich dir anschließen. Tun sie aber nicht. Du hast dann irgendwann nur den Auftrag, jo, hier, die Rachni sind jetzt wohl ganz kaputt. Geh mal hin. Und dann gehst du da hin und da ist die Königin und der Planet geht kaputt. Und du kannst halt Eier mitnehmen, um die doch noch weiter leben zu lassen. Ich kann jetzt zur Normandie zurück, ne? Ja, bist fertig. Das fand ich halt scheiße, weil ich habe eigentlich gedacht, dass sie nochmal wiederkommen, um dir, um dich zu retten, zu helfen oder was auch immer. Dann verpassen wir ja nichts. Bitte? Dann verpassen wir ja nichts. Nee, das stimmt schon. Aber ich hatte halt, also die Rachen, die waren für mich sehr überraschend damals, weil das, bis zu dem Punkt ist es ja, die sind gut, die sind böse. Und hier ist es halt so, ne? Sind sie ja dann doch nicht. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Sinnlos. Das Mu-Portal ist mit Dutzenden Systemen verbunden.
Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir brauchen noch weitere Informationen. Was ist mit Liara Zoni, die Tochter der Matriarchin? Ist sie nicht so eine Art Expertin auf dem Fachgebiet der Proteaner? Stimmt schon. Ihre Mutter hat für Saren gearbeitet. Und sie wahrscheinlich auch. Benesia hat uns am Ende geholfen. Vielleicht kann uns Liara auch helfen. Zumindest sollten wir versuchen, sie im Artemis-Tau-Cluster zu finden. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Alter, seit wann hast du was zu sagen, Ashley? Ich gebe hier die Befehle. Ich entscheide, wohin es als nächstes geht. Ist das klar? Natürlich, Shepard. Ich wollte nur helfen. Wir sind hier fertig. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Nein! Stellen Sie die Verbindung. Ach du, einfach mal nein. Ich baue den Link jetzt auf, also, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Vorgefunden und ausgelöscht. Haben Sie eine Vorliebe für Völkermord, Shepard? Manchmal. Das hängt immer vom jeweiligen Volk ab, Turian. Alter! Commander, Sie sprechen mit einem Mitglied des Rates. Zeigen Sie also gebührenden Respekt. Selber! Übertragung Ende. Was? Was war denn das jetzt? Ich habe die Verbindung gekappt. Ich hätte gesagt selber. Selber! Herr Allerbatch! Junge, Junge. Immer zweimal mehr wie du. Ja, ich würde aber sagen, wo wir jetzt hinfliegen, gucken wir beim nächsten Mal, wa? Jupp. Tschüss.